Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Ich habe schon lange keinen Vlog mehr hochgeladen. Wir fahren gerade auf die Videodays nach Köln. Wir sitzen jetzt im Zug. Es ist 7.40 Uhr. Der Zug müsste jetzt losfahren. Und wir fahren jetzt so 3,5 Stunden und dann kommen wir in Köln an. Das piept. Und dann müssen wir ins Hotel und irgendwie versuchen, da unsere Sachen einzuschließen. Und dann geht's auf die Videodays. Ich bin schon sehr aufgeregt. Ich habe auch nicht so viel geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Esther ist auch ganz aufgeregt. Bist du aufgeregt, Esther? Mhm. Much so. Und deswegen, ja, ich wollte einfach mal diesen Vlog so beginnen, damit ihr ungefähr eine Ahnung davon habt, warum meine Augenringe sich heute so entwickeln werden, wie sie sich entwickeln. Weil es ist halt sehr früh morgens und ja. So, hallo! Wir sind jetzt in Köln angekommen. Es ist irgendwas nach 11. Und ja, 11:55 Uhr. Und wir suchen jetzt unser Hotel und dann stellen wir unsere Sachen da ab und dann geht's los zu den Videodays. Wir wissen nicht genau, wo wir lang müssen. Esther sagte eben so schön, da müssen irgendwo so Straßen sein, wo man so lang gehen kann. Das ist so ziemlich unser Orientierungssinn momentan. Aber da unser Hotel doch recht zentral ist, sollten wir das eigentlich finden. Oh, hallo, ich habe schon angefangen zu filmen, obwohl ich noch gar nicht bereit war. Wir sind jetzt tatsächlich, wir haben es auf das Video des Gaming geschafft. Ja. Kennen die uns genau rein? Deine Haare sehen so geil aus. Danke. Richtig cool. Hi. Ich komme nicht an den Gast. Die dreht sich um die Strahle. Sehr gut. Alle realisieren. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Ich habe den Hals jetzt schon voll, weil wir haben Oberrangkarten, aber der Oberrang ist geschlossen. Jetzt müssen wir in den Unterrang, aber wir müssen das irgendwie umändern lassen. Fühlst du dich damit, Marc? Richtig gut. Richtig gut. Spaß. Jetzt tut's ja noch. Ich fühle mich richtig gut dabei, richtig gut. Richtig gut. Als du Video gesagt hast, habe ich ja gedacht, ich werde jetzt umgezeigt auf der Bühne. Aber da gibt es hier, Dagi Bee! Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich will kurz sagen, was es wirklich für uns alle bedeutet. Dass ich heute so oft nach dir gefragt worden bin, das hat mir echt gezeigt, du bist genau die richtige Wahl für diesen Award. Weil du bist, also ohne dich ist YouTube Deutschland nicht denkbar. Du gehörst so fest dazu und ich kann mir eine Geschichte von YouTube Deutschland ohne dich nicht vorstellen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen, vielen Dank! Oh mein Gott! Ich hab Gänsehaut. Oh mein Gott, das ist so schön. Mein Video auf der Bühne zu stehen und den Legend Award in der Hand, hat mich, das ist so krass und alles so dank euch. So, hier ist jemand sehr engagiert. Vlogception. Ja. Vlogception, ja. Was ist da los? Du vloggst gerne, aber du bist nicht gerne in einem Vlog. Kleiner Mann. Was ist da los? So, was trinkst du da? Sprite. Finger weg vom Alkohol, Kinder. So, ich habe hier gerade noch eine Zuschauerin getroffen, und zwar die Lisa. Und sie ist so lieb. Ich habe dich schon in einem Fancall angerufen, meinst du gerade? Und sie hat mir so süße Geschenke mitgebracht. Ich sterbe. Wie süß ist das? So lieb. Dankeschön. Das ist so lieb. Und du bist, von wo kommst du her? Paderborn. Das ist, musst du weit fahren? Ne? Ja, das ist fast so lange wie wir. Wir sind, glaube ich, 3,5 Stunden gefahren. Und bist du dann morgen auch noch in Köln? Ja, oder nur heute? Morgen habe ich mit dem Flieg noch mit dem Flieger. Oh, okay. Ich bin hauptsächlich wegen dir und dem Kopf gekommen. Wegen mir? Oh, danke schön. Wir stellen gerade fest, es ist sehr voll.
Ja. Ich stelle fest, es ist voll. Nee, ich filme jetzt. Mach die Kamera an. Hast du gerade gefilmt? Wieso hast du gepostet? Hochprofessionelles Vorgehen. Und, ja, wir werden viel geschubst. Menschen versuchen durch uns durchzurennen. Zu Menschen. Du wurdest schon ein paar Mal erkannt. Ich wurde tatsächlich schon ein paar Mal erkannt. Ich bin sehr. Ich kann jetzt glücklich sterben. Ich habe jetzt genug Menschen getroffen. Ich schaue die ganze Zeit, ob man irgendwelche Menschen findet, die man auch kennt. Ja, richtig. Wenn ich halt ausschaue. Siehst du wen? Das wird schwer, also. Ja, gut. Ja, gut. Das ist natürlich schwierig dann. In den DM schaut rein, da kriegt man gratis Sachen, kann Fotos machen. Nix wie hin. Wir gehen jetzt den Alex abholen, den Gutmensch. Weil wir schon die ganze Zeit, wir saßen hier und wir dachten, er findet uns. Hat uns aber nicht gefunden. Ja, jetzt finden wir ihn. Die ersten Leute sterben von Sonneneinfluss. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Da! Weiter weg. Hallo, ich grüße Dia, Aline und Larissa. Ja. Ja, das war's schon? Ja. Okay, dann seid ihr hiermit gegrüßt. So, guck mal, wen ich getroffen habe. Wir haben uns die ganze Zeit versucht zu finden über Instagram. Immer so hin und her, wo bist du? Ich laufe hier rum, wo bist du? Ich bin hier bestimmt 30 Runden gelaufen. Ich guck die ganze Zeit, wo ist Becky? Ich muss sie treffen. Wir sind bestimmt immer aneinander direkt vorbeigelaufen. Ja. Einfach. Und dann habe ich dich einmal nicht mehr bewusst gesucht, gucke zufällig zur Seite und auf einmal. Und dann stehe ich da. Tada! Perfekt. Ja, sehr cool. So, ich gucke ein bisschen komisch, weil die Sonne mich gerade so anscheint, aber ich dachte, eigentlich ist es gut, Licht zum Filmen. Wahrscheinlich war es wieder ein Irrtum. Aber wir gehen jetzt zurück von den Videodays zum Hotel. Die Videodays sind noch nicht ganz vorbei, aber wir sind müde. Und wir hatten das Gefühl, wir haben so alle gesehen, die wir gerne sehen wollten oder die man sehen kann. Weil so viele von den ganz Großen können natürlich nicht einfach so rauskommen, weil die totgerannt werden einfach, wenn die da rumstehen. Ja, aber ein paar coole Leute habe ich getroffen. Ich werde euch hier Bilder einblenden dann oder die Clips oder ihr habt es vielleicht wahrscheinlich schon gesehen an diesem Zeitpunkt im Vlog. Also weiß ich nicht, warum ich euch das noch erzähle. Ja, und ich melde mich dann später. Wir wollten uns kurz ein bisschen ausruhen. Oh, ich klinge voll, als wäre ich einen Marathon gerannt. Dabei bin ich hier bloß eine Steigung hochgelaufen. Und dann heute Abend ein bisschen was essen gehen und was trinken gehen und so. Ja. Genau, aber... Wir gehen jetzt erstmal zum Hotel. So, hallo. Wir sind jetzt im Hotel angekommen und ich dachte, ich zeige euch einfach mal das Zimmer, wobei es nicht so spektakulär ist, aber ich habe gehört, man macht das so in Vlogs. Natürlich erstmal das Erste. Wir hatten eigentlich zwei Einzelbetten gebucht, aber wir haben jetzt wieder ein Ehebett. Ist jetzt nicht so dramatisch. Wir hatten das schon so häufig auf Familienurlauben und so, aber es wäre halt schöner gewesen, ne? Aber es ist nicht so schlimm. Ansonsten ist das Hotel sehr schön. Ich zeige euch mal, wie das hier so aussieht. Man kommt hier rein. Da sitzt meine Schwester. dann hat man hier so halt ein Spiegel und so eine kleine Sitz-Area, die wir jetzt voll gerummelt haben mit unserem Kram. Hier einen kleinen Fernseher. Dann ein Ventilator tatsächlich sogar. Und hier der Ausblick ist einfach so schön. Man sieht so direkt den Dom von hier. Es ist richtig, richtig schön. Hier unten ist so ein kleiner Innenhof. Ja, dann eben hier drüben auch noch ein Fenster, ein großes und das Bett mit interessanten Lampen und einem Schrank. Den werden wir aber nicht nutzen, weil wir sind ja nur eine Nacht hier. Das lohnt nicht wirklich. Dann haben wir hier Kunst. Ja. Und hier ist das Bad und ich feiere das Bad richtig hart. Sieht viel größer aus, als es ist, wegen der ganzen Spiegel. Hi! Oh, mein Arm sieht ein bisschen fett aus. Das ist die Dusche mit Glas, sehr edel. Ja, Toilette muss ich euch jetzt nicht zeigen. Ihr wisst ja, wie eine Toilette aussieht. Waschbecken. Hier, dieser Spiegel hat mich mega irritiert eben, als ich mir die Hände gewaschen habe, weil so, was ist da los? Ja, und halt alles, was man so braucht. Ist jetzt nicht so mega riesig, aber wir sind ja auch nur zwei Personen. Und wir sind auch nur eine Nacht hier. Ich finde das richtig lustig. Ich sehe mich jetzt 100.000 Mal hinter mir. Ja, und ich würde sagen, ich melde mich dann einfach später bei euch. Wir ruhen uns jetzt mal ein bisschen aus. Ich poste erstmal die ganzen Bilder, die ich gemacht habe. Und ja, wir hören uns.
So, es ist der nächste Morgen. Wir haben recht gut geschlafen und zwar ein bisschen schlecht gestern Abend. Ich weiß nicht, was mit dem Essen war, aber irgendwie war das nicht so gut. aber ich dachte, ich drehe jetzt schon mal das Ende vom Vlog, weil ich nicht weiß, ob jetzt noch was kommt oder nicht. clever. Aber ja, ich hoffe sehr, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich freue mich sehr, dass ich so viele von euch tatsächlich getroffen habe. Ich hätte damit irgendwie nie gerechnet. Ich habe sogar Geschenke bekommen, mit dem, wo ich sowieso nie mit rechne. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das hat mich wirklich wieder so mega gepusht und inspiriert, weiter YouTube zu machen. Also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, den ich getroffen habe, ob YouTuber oder Zuschauer oder sonst Mensch. Also vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil von meiner Community werdet und diesen Kanal abonniert. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.